Last but not least stellen wir euch heute die 1,1 Kilometer lange Teststrecke des KRONE Future Labs für Fahrmanöver in Extremsituationen vor. Mit einer Fahrdynamikfläche von 100 Metern Durchmesser, zwei Steigungshügeln mit 18 bzw. 50% Steigung und einer 100 Meter langen Bremsstrecke mit zwei unterschiedlichen Reibwerten, nämlich 0,9 für rauen Asphalt und 0,18 für glatten Beton. Ziel der Testfahrten ist es, im Schwerpunkt der Ladung Querbeschleunigungen von 0,5 G zu erreichen und den Beleg zu führen, dass die dabei auftretenden Kräfte sicher vom Aufbau aufgenommen werden können. Je nach Höhe des Schwerpunktes wird das bei Geschwindigkeiten zwischen 25 und 40 km/h erreicht. Für den Ladungssicherungstest Code XL müssen folgende Fahrmanöver absolviert werden. Zunächst wird nur ein Halbkreis gefahren. Und bei dieser Prüffahrt muss dann ein S durchfahren werden. Und dabei geht es quasi wie beim Wedeln auf der Skipiste von rechts nach links und wieder zurück. Würde der Auflieger bei dieser Disziplin nicht mit seitlichen Stützrädern stabilisiert, lege er blitzschnell auf der Seite. Für Messfahrten mit Dehnungsmessstreifen in der Stirnwand und oder in der Seitenwand werden Kreise und liegende Achten gefahren, gerne auch über Hindernisse und ebenso gerne mit abschließender Vollbremsung.